Wie wir alle wissen, gibt es seit neuester Zeit Geräte, wo man seine Kräuter und seine Drogen gesund genießen kann. Diese Geräte nennen sich Vaporizer, auch bekannt unter Verdampfer oder Vaporisierer. Diese Geräte sind die gesunde Alternative zum Rauchen. Das heißt, diese Geräte gehen mit Strom. Es gibt verschiedene Ausführungen, wie zum Beispiel Geräte mit einer Heizlampe und Geräte mit einem Gebläse. Und zwar füllt man den Kopf bei diesem Gerät mit den jeweiligen Kräutern. Meist ungefähr nicht ganz bis zur Hälfte füllt man den Kopf. Dann steckt man ihn auf das Gerät, wenn wir jetzt mal von einem Ballonvaporizer ausgehen. Dann stellt man bei der digitalen oder drehbaren Temperaturanzeige die jeweilig gewünschte Temperatur ein. Bei Damiana zum Beispiel, das Kraut, was ich immer verwende, brauchte ich um die 190 Grad. Die stelle ich mir dann ein, dann warte ich, bis die Temperatur erreicht ist und dann drückt man auf den Luftzufuhrknopf. Dadurch geht ein heißer Luftstrom, in dem Falle 190 Grad, durch das Kraut und dadurch lösen sich alle Stoffe, die dem Kraut enthalten sind, ätherische Öle etc. Diese Stoffe sind natürlich dann nicht krebserregend und sammeln sich in dem Ballon. Wenn der Ballon aufgefüllt ist, stoppt man die Luftzufuhr und man nimmt den Ballon herunter. Somit lösen sich eben aus diesem Kraut durch einen warmen oder heißen Luftstrom nur die gesunden Stoffe raus. Beim Rauchen entstehen viel gesundheitsschädliche und krebserregende Partikelchen. Kohlenmonoxid ist eins davon. Natürlich ist es bei Vaporizer auch so, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gift reinfüllt oder ein Kraut reinfüllt, das giftig ist, dann inhaliert man natürlich auch ein Gift. Da sollte man immer achten, was man sich in den Vaporizer reinsteckt. Und dann gibt es noch die Modelle wie zum Beispiel den Aromed. Der Aromed sieht folgendermaßen aus. Das ist eben ein Vaporizer, der mit einem Wasserfilter funktioniert und da steckt halt dann eine sogenannte Schielung drinnen mit einem Kopf. Und man biegt sozusagen die Hitzelampe so in den Kopf rein und durch die Hitzelampe entsteht dann Dampf, den man durch einen Schlauch einziehen kann. Das wäre die andere Methode. Zur Veranschaulichung, wenn das jetzt der Kopf ist, wird es hier bis zur Hälfte eingefüllt. Und bei diesem Kopf geht dann von dem Vaporizer der heiße Luftstrom hier durch und die ätherischen Öle lösen sich hier heraus und werden durch das Gebläse in diesen Ballon gedrückt. Also heißer Luftstrom geht hier rein, ätherische Öle lösen sich und füllen den Ballon. So hat das auszusehen. Es ist eine sehr angenehme Angelegenheit, vor allem für Leute, die gern Hanf konsumieren, denn somit hat man einen sehr angenehmen und tollen Rausch, aber eben man pustet sich keine grausligen und schädlichen Teilchen in den Körper. Ja, die Vaporizer gibt es schon. Der erste Vaporizer wurde so circa in den 80er Jahren um und Daumen rum erfunden. Das war der Aromed. Der Aromed, das ist der mit der Hitzelampe, der wurde mittlerweile schon zigmal überholt.
mittlerweile sieht der so aus. Das ist der Aromid. Wie ihr seht, er funktioniert mit einer Hitzelampe und einem Wasserfilter und er ist auch noch digital. So sieht das Teil jetzt aus. Früher natürlich hat es ausgesehen wie ein Narkosekasten im Krankenhaus. Und zum Beispiel das hier ist zum Beispiel der Vulcano. Ihr habt hier gerade den Vulcano Classic gesehen, den gibt es auch noch in digitaler Ausführung. Baugleich, funktionsgleich, der Unterschied ist nur, dass er halt eine digitale Anzeige hat. Der Classic funktioniert eben auch genauso, was die digitale Anzeige betrifft, ist es mehr oder weniger nur eine Spielerei. Sonst eigentlich kein Unterschied. Ja, man kann, also wenn es darum geht, für Laien ist natürlich eine digitale Anzeige besser, da man die Temperatur besser einstellen kann auf das Grad genau. Und bei einer nicht digitalen Anzeige ist es eben so eine Sache, da muss man schon ein bisschen geübt sein, aber im Grunde genommen komplett identisch. Ja, das sind eben die Vaporizer und ich kann die Vaporizer nur empfehlen. Jetzt fragt ihr euch sicher, wo gibt es die Teile zu kaufen? Ganz einfache Antwort. Ich sage euch jetzt zwei Shops, wo ihr günstig und kompetent die Vaporizer einkaufen könnt. Der erste Shop wäre www.vaporizer-markt.de. Einer der besten Vaporizer, er hat gute Auswahl und ist wirklich günstig. Und dann gibt es noch den zweiten Shop, verdampftnochmal.de. So, dann zähle ich euch jetzt zum Ende hin, zähle ich euch noch die Vaporizer auf, die wirklich was taugen und die wirklich Qualität haben. Ich mache das schon jahrelang mit den Vaporizern und habe dadurch schon Erfahrung. Damit es euch beim Kauf leichter fällt, welcher Vaporizer gut ist und welcher Vaporizer schlecht ist. Fangen wir mit den besten Vaporizern an. Dazu gehört Vulcano und Aromid. Diese zwei Vaporizer sind natürlich der Überflieger. Wer wirklich intensiven Dampf haben möchte, sollte sich den Aromid kaufen. Der ist nicht nur gut, sondern auch richtig flashig mit der Lampe, wenn man das Licht ausschaltet. Dann gibt es noch den Extrem Vaporizer, den V-Tower. Der Extrem Vaporizer hat Ballon- und Schlauchmodus. Dann gibt es noch tragbare Vaporizer, dazu gehört der Iolite. Der Iolite, der sieht folgendermaßen aus, den kann ich euch auch noch geschwind zeigen. Und zwar sieht der so aus. Das ist der Iolite. Einer der besten tragbaren Vaporizer, die es gibt. Es gibt zwar jetzt schon ein neues Modell, aber das hat immer noch Klasse, weil das neue Modell ist viel zu teuer und kann nicht viel mehr als das alte. Und das bekommt man zum Beispiel schon um 90 Euro. Man kann mit einer Gasfüllung 2 Stunden vaporisieren, das heißt, ihr könntet theoretisch eine ganze Woche im Wald herumlaufen und könntet gemütlich vaporisieren. Tja. Und dann gibt es noch die Launchbox, den Essential Vape Vaporizer und den Solo Vaporizer, ein neues Modell von Arise, wo auch der Extreme Vaporizer herkommt. Das sind konsequent die besten Vaporizer. Alles andere sind entweder Billig-Vaporizer oder Schrott oder einfach nicht gut genug. Bei den meisten chinesischen Vaporizer inhaliert man mehr Gift. Da braucht man gar kein Kraut mehr reinstecken. Das war's von mir. Bis dorthin noch ein schönes restliches Wochenende. Euer Bongi Brother. Tschüss, Leute.